40% Mensch, 60% Plastik. Vor 20 Jahren eröffnete die erste Körperweltenausstellung in Japan. Jetzt sind die konservierten Leichen von Plastinator Gunther von Hagens in Mainz zu Gast. Aber die Ausstellung steht in der Kritik der Kirche. Körperwelten verletze die Würde des Menschen. Darüber hat das evangelische Dekanat in Mainz diskutiert. Der Titel: Tote im Rampenlicht. Aufklärung oder Verletzung der Menschenwürde? Die wissenschaftlichen Teile, auch die Filme, die man sieht zur Herzgesundheit, sind interessant. Das ist Volksaufklärung. Aber die Plastinate finde ich außerordentlich schwierig. Auch ganz unmöglich, muss ich sagen, die ausgestellten, präparierten Föten in den unterschiedlichen Wachstumsstadien, das geht überhaupt nicht. Das ist mit Menschenwürde und mit Gottes Ebenbildlichkeit, mit einem christlichen Menschenbild nicht zu verbinden. Mitdiskutiert hat auch die Medizinerin Angelina Wally. Sie ist Gunther von Hagens Ehefrau und Kuratorin der Körperwelten und damit verantwortlich für die Ausstellung. Also so wie ich über mein Leben eigenständig jeden Tag entscheiden muss, so halte ich es auch für mein Recht, über die Art meiner Bestattung zu entscheiden, so wie ich auch entscheiden könnte, mich einem anatomischen Institut zu verschreiben oder durch Erdbestattung bestattet zu werden oder modernere Methoden wie Asche verstreuen. Ich denke, das sollte doch jedem selbst überlassen sein. Die Ausstellung in Mainz legt den Schwerpunkt auf das Herz-Kreislauf-System des Menschen. Krankheiten und Risiken werden sichtbar, das soll die Besucher zum Nachdenken bringen. Der Propst sagt, das geht heutzutage auch anders. Das Einzige, was ich dazu sage, ist, man braucht keine echten Verstorbenen dazu. Wir leben in einer Welt, in der es 3D-Drucker gibt. Sowas ist ohne Probleme heute herzustellen und man muss nicht Verstorbene dazu missbrauchen. Die meisten Besucher haben mit den ehemaligen Menschen aber keine Probleme. Laut Umfragen haben nur 2% von ihnen Bedenken bei den Exponaten. Ich habe mich lange gesträubt, in so eine Ausstellung zu gehen. Aber eigentlich erinnert sie mich an medizinische Lehrbücher. Und man muss sich ja auch nicht ständig vorstellen, dass das jetzt mal echte Menschen waren. Auch aus Sicht einer Sportlehrerin finde ich es besonders interessant, weil man hier natürlich die Muskeln alle so sehr differenziert mal angucken kann, ne, was ich sonst im Studium gelernt hatte, ne, sonst nur aus Büchern kannte. Das sehe ich halt hier jetzt in echt. Ne. Ich finde es wirklich toll gemacht. Besser auf seinen Körper hören, das finde ich wichtig. Und wenn man das so sieht, wird einem da so einiges bewusst. Das macht irgendwo ein Stück weit nachdenklich, das zu sehen und das so zu begreifen, dass es in jedem von uns drin ist. Die Natur ist also unglaublich, unübertroffen. Die Ausstellung Körperwelten, eine Herzenssache. Im alten Postlager in Mainz ist noch bis zum 25. Oktober geöffnet. Tickets gibt es ab 9 €.